Ein wunderschönes Wochenende für euch alle und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Rescue Headquarter. Ganz kurz geguckt, ob auch die Aufnahme geht, aber ja. Und wir machen die beiden Tage. Behind the scenes, Cadet, we infiltrated the eco-terrorist group that caused all the trouble at the summit. Our source reports plans for a hit in the coming days. Prepare for the worst. Oh mein Gott. Ja, wir machen natürlich weiter die beiden Tage. Und haben auch gleich wieder ein paar Missionchen, nämlich die Ökoterroristen, die einen Anschlag planen. Das ist nicht schön. So, hier gibt es erstmal einen Hausbrand im Wasser. Ja, das ist komisch, aber passiert. Warum leuchtet das? Keine Ahnung. Wir starten rein mit der ersten Mission. Ein Hausbrand. Oh, muss da eigentlich ein paar mehr Leute mitnehmen. Lufttank. Ich brauche eine Leiter, brauche ich. Und Wasser. Und jetzt noch Lufttanks. Ah ja, okay, passt. Here we go. Polizeieinsatz, Aufruhr in der Sportkneipe. Alter, wie viel Aufruhen es gibt. Im Park, das ist eine Sportkneipe. Auch, glaube ich, nicht ganz so realistisch. Aber egal. Ja, da können wir auch ein paar von den Anfängern hinschicken. Plus eine Schutzausrüstung. Und Unfall mit mehreren Autos. Okay, das ist ein sehr einfacher Einsatz. Kann er alleine fahren? Na gut, fährst du alleine hin. So, ich versuche mal hier wirklich erstmal nur Leute mitzunehmen, die nicht ganz so K.O. sind. So, dann Hammers. Was machen wir heute? Hatte ich ja letzte Woche schon angekündigt, ich würde gern meine Krankenstation bauen. Beziehungsweise ist ja ein Behandlungsraum. Wir machen ihn erstmal nur so groß, weil hier vorne würde ich eigentlich gerne noch ein paar Fahrzeuge dann später hinbauen. Mal gucken. Wir haben ja theoretisch auch hier noch Platz für Feuerwehrautos. Na, das stimmt allerdings. Ja, vielleicht können wir das hier auch noch größer machen später. Mir gücken. So, eine Tür brauchen wir noch. Machen wir gegenüber. Weil dann können die Patienten gleich hier durchlaufen. So, dann umziehen tut dieses. Das würde ich eigentlich gerne abtrennen mit dem. Ja, alles gut. Okay, ich habe ganz kurz gedacht, dass irgendwie was kaputt ist. Also was die Dings betrifft. So, Intensivstation. Hätte ich eigentlich auch gerne in einem eigenen Raum. So. Haben wir jetzt alles? Zur Aufbewahrung von Medizin. Ich weiß nicht, ob das hierfür notwendig ist. Also erstmal bauen wir hier natürlich weiter Räume. Ja, Intensivstationen kriegen erstmal eigene Räume. 2-4, 2-4-5. Ja gut, okay. Wobei kann ich die hier nicht auch einfach noch hier hinten in einen extra Raum setzen? So, dann haben wir hier extra Räume für. Was seid ihr eigentlich? Verbrennungseinheiten. Okay, Intensivstation. Obwohl, das 4x4, das ist egal. So, Medikamente. Obwohl, da ist ein Medikamentenschrank daneben. Ich habe keine Ahnung, ob die Medikamente brauchen, ne? Wir packen das einfach mal hier gesammelt hin. Und
einmal Medikamente kommen jetzt einfach nur hier rein, in die Verbrennungsstation. Erzeugt Medizin. So, das sind diese Erste-Hilfe-Sets. Und hier haben wir noch so ein bisschen Ausrüstung. So, ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich es gern hätte. Das ist, glaube ich, auch die Medizin, die ich dann auf die Fahrzeuge mitnehmen kann. So, 4x Upgrades. Oder Beförderung. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, die neuen Fahrzeuge sind auch schon alle da. Du wartest auf einen Arzt, oder was? Ah ja, tatsächlich. So, Verdächtiger. So, wir brauchen immer noch eine Radiologie. Keine Ahnung, ob wir die jetzt mal mittlerweile bauen können. Wahrscheinlich immer noch nicht. Gut, müssen wir noch mal einen Einsatz abwarten. Obwohl, der könnte es schon sein. Ansonsten haben wir noch Bewerber. Da können wir auch noch mal ein bisschen nachordern. Oh, gib mal. So, die geht auf jeden Fall schon mal raus. 718. Alter, hier 1067. Da können wir auch nochmal richtig Geld sparen. Ja. Nee, und Feuerwehr können wir auch nochmal jeweils einstellen. Und dann gucken wir einfach mal, wer hier wirklich gut ist. War, ja, ich weiß, Radiologieraum. Wir müssen nur diesen einen Einsatz noch abschließen, dann haben wir's. Nee, Bad nicht, Behandlung. Radiologieraum. Ich glaube, es ist zu spät, oder? Schutzausrüstung beschädigt. Why? Warum wird denn das nicht automatisch gemacht? Das wundert mich tatsächlich immer noch. So, friedliche Proteste. Ach ja, dieses... Ah, das brauche ich auch immer noch. Ja, stimmt. Ah, die friedlichen Proteste. Also, nicht deswegen stöhne ich. Ja, komm, einen brauchen wir noch. Und wieder ein Toter. Gut, da können wir theoretisch jetzt nochmal Anfänger mitschicken, aber wir haben keine mehr. Und hier schicken wir auch nochmal Neulinge mit. So, Behandlungszimmer sollte jetzt alles funktionieren. Warte mal. Nee, ist egal. Kurz überlegt, ob wir das Bett umstellen, aber passt schon. So, wir haben demnächst unsere Ausgaben zumindest schon mal wieder gedeckelt. So, Leiterwagen. Nee. Das und ein Feuerwehrauto brauchen wir. Plus. Was haben wir denn? Hochhausbrand. Hier. Urban. Ist das Urban? Ja, ist Urban. Haben wir noch jemanden mit Urban? Hier haben wir noch jemanden mit Urban. Alter, die beiden reichen sogar schon. Krass. Haben wir noch irgendwelche Anfänger? Hier, guck mal. Troy McCune. Der ist zwar fatty, aber der kann dann sich gleich nochmal ein bisschen... Oder kann dann generell mal verbessert werden. So, dann schicken wir das hier hin.
Waldbrand haben wir hier. Der ist noch fit. Sie ist noch fit. Passt jetzt auch. Und normalen Streifenwagen. Ich weiß gar nicht, Waldbrand habt ihr, glaube ich, nicht, ne? Okay, wir sind bei 114%. Da können wir die ganzen Lufttanks, glaube ich, auch fast hier lassen. Ja. Also das Auffüllen von den Lufttanks ist ja mal schnell. Und wieder ein Toter. Gut. So, können wir wieder zur Ausbildung nutzen. Das sind mir aber die liebsten Aufträge. Wo tatsächlich nicht viel benötigt wird. So, warte mal, gehen wir zu. Zwei Level-Ups. Ah, schade. So, neue Bewerber. Gott, die sind alle so billig. 741 Feuerwehrmann. Okay, sieht man gerade nicht. Ah, ist aber keiner über 1000. Warte mal, ich muss mal warten, bis die alle zurück sind. Sonst fehlen mir irgendwie welche. Nächster Notfall plus Level Up. Sehr schön. Und wir können uns auch gleich das nächste Behandlungs... Ah, nee, halt. Wir machen kein Behandlungsding, sondern wir... Warum wird denn das nicht angezeigt? Holen uns das. Das Massenpanik-Ding. Alter Scheiße. Platz blockiert. Ja, gut, dann... Hallo? Dieser Raum ist auch viel zu groß. Wir machen es erstmal so. Hier rein. Ja. Und die Waffenkammer für SWAT. Ah, die kann ich doch in einen neuen Raum vielleicht machen. Warte mal, ich habe eine Idee. Kann ich die noch einsetzen? Ja. Dann... Ach, da kann man jetzt nicht mehr reingehen. Okay. Dann machen wir hier einen eigenen Raum draus. Das war ein Stück zu viel. Ja, alles gut. Es gibt gleich die Tür. So, dann haben wir hier einen eigenen Raum. Nur für Waffenkammer quasi. So, erfahrene Crew, sehr gut. Da hat wieder einer Industriebrände für sich entdeckt. Und da haben wir neue Einsätze. Aber warte mal, wir machen erstmal die Bewerber. So, Blaine Hadley. Auszubildender. Okay, Feuerwehr 741. Hier, kick mal. Ach, okay, der ist neu. Alter, what? 1014. Hm. Sorry, Shane. So, du bist mir zu teuer. Dann haben wir noch 710. Gib mal 1068. So, jetzt müssen die anderen beiden nur noch abhauen. Sehr gut. So, dann haben wir wieder ein bisschen Geld gespart. Ein Auto ist in ein Gebäude gekackt. So, da können wir irgendwelche 0815 Dudes wieder mitschicken. Ist jemand kurz vorm Upgrade? Nee, ne?
Namen, Tomek Huhn. Und ja. Ausziehbarer Leiter. Eigentlich brauche ich dafür wirklich nur so ein normales 0815 Auto. Und ja, sie nehmen wir mit und ihn hier. So. Sie ist, glaube ich, noch nicht, eine Feuerwache hat Feuer gefangen. Nicht gut. Dann nehmen wir auf jeden Fall das mit. Lufttanks müssen wir gleich mal gucken. Warte, wir machen erstmal das Einfache. Gib mir hier eine neue. Ja, die sind alle noch nicht so wirklich trainiert, ne? Und jetzt nehmen wir die mit, die, naja, noch nicht ganz so fatty sind. So, Lufttanks. Muss ich tatsächlich alle mitnehmen, ja? Shit. Achso, erste Hilfe. Dann kann ich mir die hier klemmen. So, sehr gut. Oh Gott, shit. Jetzt kommen aber doch ein paar mehr Einsätze. Das ist nicht gut. Ah, was haben wir denn? Hochhaus. Da haben wir gar keinen. Warum ist denn der hier dazwischen? Leiterfahrzeug. Sehr gut. Haben wir mittlerweile. Und das haben wir auch. Lufttanks wird schwierig. Und dann... Ja gut, ihr seid eigentlich die Verkehrten. Warte mal, ich muss mal gucken, dass ich die Lufttanks irgendwie mir klemme. Okay, was ist das? Eine Tauchpumpe. Oh Gott. ...84%. Na gut. Müssen wir versuchen. Es ist einfach alles raus gerade. Also was Feuerwehr betrifft. Sehr gut. Neuen Scharfschützen. Ich habe so viele Scharfschützen. Nächster erfolgreicher Notfall. Patient angekommen. Können wir gucken, ob hier unser Krankenhaus funktioniert. Okay, der muss auf die Intensivstation. Oder er ist, glaube ich, eine Sie. Ah, 446. Ich glaube nicht, dass ich dafür neue Sachen kriege, oder? Nee. Okay. Ich glaube, so ab 500 geht es erst wirklich weiter. Sehr gut. Behandelt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auch Intensivstation. Setz los. Weiter. Und abtransportiert. Sehr gut. Haben alle überlebt. Und ich kriege nochmal extra Geld obendrauf. Feuerwehr, Feuerwehr, Brand im Industriegebiet. Da brauche ich das. Industriegebiet, warte, 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 da. Da. So, okay, es reicht, wenn die beiden losfahren. Und... Ja. Oder ich nehme nochmal eine... Obwohl 93% kommt, ist okay. Wir haben ja noch zwei andere Einsätze, da müssen wir auch drauf achten. So, Leiterfahrzeug und das. Ist auch wieder hier Hausbrand, ne? Ja. Im Urban-Gebiet haben wir... Ach hier, scheiße, hätten wir sogar noch Industrial Fire Training. Und Stadtspezialist. Noch ein zweiter. Eine Axt brauchen wir noch. Warte mal, können wir das Auto nehmen. Dann sparen wir uns das nämlich. Und Lufttanks. Kann ich nicht noch Menschen dazu nehmen? Nee. Ich fahre mit zwei Menschen da raus zu einem Hausbrand. Finde ich sportlich. Also wirklich extrem sportlich. Aber hier, du kannst nochmal mit und ein bisschen trainieren. Zu einem Großhausbrand mit exakt drei Leuten gefahren. Naja. Und ein Auto ist noch in ein Gebäude gefahren. Gut, da können wir, ja, irgendeins nehmen. Ist egal. Ich weiß nicht, was diese plus 4 übrigens heißt. So, du, du und du. Und von der Polizia nehmen wir mit euch beide und Tom Cagney. Okay,
Okay, ich wollte gerade sagen, was ist denn hier? Alter, what the fuck? Okay, jetzt muss ich vielleicht zeitlich mal ein bisschen kürzer treten. Brand im Industriegebiet. Hatten wir doch noch einen. Hier. Was ist das, eine Kirche? Urban Fire, okay. ...81%. Okay, Polizei können wir auf jeden Fall noch schicken. Einen mit Schutzausrüstung. So, aber diesen Einsatz, den warten wir mal ganz kurz ab, weil auch fast alle Einsätze in einer Stunde schon fertig sind. So, ich denke, jetzt sollten wir es auf jeden Fall wieder packen. Ja, jetzt haben wir wieder mehr als genug Leute da. So, wir brauchen einmal das. Wir nehmen das Auto. Brennende Feuerwache, okay. So, ihr kommt mit, ihr kommt mit, ihr kommt mit. Und meinetwegen genauso ein guter. Und haben wir noch jemanden kritischen? Den können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Ihn hier auch. Oder sie, besser gesagt, beide. Und First Aid Kit. Ah, okay, brauchen wir doch nochmal ein paar Flaschen. Alle erfolgreich abgeschlossen. Hervorragend. Sehr gute Planung. Dann geht es weiter. Wieso wird das schon wieder nicht angezeigt? So, jetzt. Küche, was hat man denn hier? Ach so, das mit den Tischen, das machen wir jetzt tatsächlich. Wir verkaufen. This one. Ah. Okay. Gut, wir müssen ganz kurz warten, bis diese Stühle weg sind. Steh auf! Darren Behnke! Darren Behnke! Thank you! Kurz mal gucken. So, das macht mehr Sinn, ne? Wobei, warte mal. Es würde fast mehr Sinn machen, den Esstisch. Das Problem ist, ich kann das hier nicht umstellen. Doch, kann ich. Hier ein bisschen was umstellen jetzt. So, die Küchen gehen in die Ecke. Ja, ja, ja. Easy, easy, easy. So, wir beruhigen uns. Dann können wir nämlich diese Küche auch noch hier hinstellen. Ah, das sieht ja scheiße aus. Das gefällt mir überhaupt nicht. Kann ich das denn jetzt nochmal hier hinstellen? Ja. Okay, sehr gut. Dann finde ich die Küche nämlich auch nochmal deutlich schöner. Ja, das ist okay. Also hier könnte man theoretisch auch noch Kühlschränke hinstellen. Ich weiß ja nicht, was später noch kommt. Oh, ja, können wir hier einen hinsetzen. Dann ist das hier nicht so voll. Okay, Feuerwehr, Polizei und übrigens noch ein Polizeieinsatz. So, der ist schnell erledigt. Das ist ein bisschen krass, wenn ich jetzt nur Heriberto McCune zu einem Ladenraub schicken würde. Aber er schafft's. Scharmützel unter Sportfans. Schicken wir einen Zweier hin. Und euch. Und ein Auto ist im Brand geraten. Okay, das ist polizeimäßig sehr easy. Können wir hier wieder Anfänger hinschicken. Und auch feuerwehrmäßig sieht es sehr einfach aus. So. Sie und die beiden. 88.
Okay, sorry, da müssen wir doch ihn schicken. Christopher Baldwin. Alter, dieser Raum ist so immens groß. Alle Einsätze erfolgreich abgeschlossen. Sehr gut. 96%. Wir haben übrigens 7 Bewerber. Dann können wir uns doch nochmal angucken, wie wir hier haben. So, Pathogen, was? Pathogenexperte? Achso, Biochemie. Okay, Alter, und noch einer. Work Industry Specialist. Alter, und noch hier. Biochemical Specialist. Specialist, Spezialist. 1-1, 1-2, 1-2. Wie teuer, also wie teuer? Wie gut sind denn die hier? 1-1. 1-3. 1-3, kick mal hier. Kann ich aber noch nicht löschen. 1-1. Ehrlich, ich glaube. Haben wir hier noch teure? Ja, Greg Ramston. Ja, die würde ich gern alle haben. Sie nicht? Er ist Azubi. Okay, wir brauchen aber eh noch einen für die Nacht. Auch Azubi geht auch raus. Die drei würde ich gerne alle einstellen. Aber ich kann die, die ich löschen will, löschen vor allem, rausschmeißen will, kann ich noch nicht machen. Also Ruth und Baldwin könnten wir schon rauswerfen. Christa C. Graves noch nicht. Jenny Boyce, die können wir auch schon rauswerfen. So, die kosten alle ein bisschen mehr. Aber das ist kein Problem. Wen würde ich jetzt rausschmeißen? Hier, sie. In 6 Stunden ist es möglich. Na gut. Oh, ich habe zu wenig Intensivstationen. Oh mein Gott. Oh my God. I need more. Okay, jetzt geht es auch so. Gut, wir merken uns, dass wir die eine rauswerfen wollen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Unbekannte Chemikalie. Ein Transportfahrzeug für Chemikalien hat einen Crash. Dabei wurde der Tank beschädigt. Eine unbekannte Chemikalie läuft aus und es befinden sich Dämpfe in der Luft. Das ist nicht gut. Da gibt es ja auch diese Special-Fahrzeuge für. I need this. I need him. Ist das Industrie? Industriezone. Industrielle Brände. Ist das ein Unterschied? Industrial Type. Warum ist denn das auf Deutsch und das auf Englisch? Das ist ja auch irgendwie komisch. Na ja, gut, egal. So, ihr beiden kommt mit. Du kommst mit. Ihr beiden kommt mit. 83%. 91%. Okay, dann muss man doch nochmal einen mitschicken. Können wir nicht den... Hier, den Special Officer schicken wir noch mit. Dann kann ich mir den Schutzanzug nicht klemmen. Oh, der ist aber wichtig. Tja, nicht gedacht. Gekipptes Bier, kennen wir auch schon. Machen wir erstmal die Polizei. Davon brauchen wir nur einen Streifenwagen. Ja, können wir irgendwen mitschicken. Hier kommen hier drei. Ach nee, hier Christopher Galban kommt noch mit. Und wir brauchen Wasser und... Scheiße, wir brauchen das Auto eigentlich. Ah, das ist ärgerlich. Gut, aber wir haben ja das. Richtwerkzeug haben wir noch. So, und dann... Okay, das ist jetzt nichts Besonderes. Die sind aber alle fertig. Okay, aber 100%. Hervorragend. So, da sind wir Upgrades. Menschen wurden befördert. Hier los? Was ist hier los? Ach, weil ich fett. Oh, sorry, voll verschluckt gerade. Weil ich Fälle gelöst habe, deswegen kriege ich Ansehen. Cool. Also es macht tatsächlich Sinn, mehr Polizei zu haben. So, kann ich jetzt die eine Uschi hier rauswerfen? Ja.
Nein! Warum ist die Bewerberin weg? Oh, Stufe 2? Ach ja. Nee. Doch. Also richtig teuer. Nee, sorry. Ist auch teuer. Aha, die Bewerberin ist weg. Ist ja ärgerlich. Das ist really ärgerlich. Behandlungsräume. Wird zwar gerade nichts benötigt. Punkt. Deswegen gehen wir auf andere Sachen. Notarztwagen. Schnelles Ambulanzfahrer transportiert schnell die ersten Ersthelfer zum medizinischen Dings. Mobiles Krankenhaus in LKW-Größe. Ja, sehe ich mich. Garage? Da erkenne ich mich. Ich habe nämlich nur diese Krankenfahrzeuge, ne? Machen wir das Kleine erstmal. So, dann haben wir noch 500. Das bedeutet Herzuntersuchung, Wiederbelebungsstation, Traumazentrum, Orthopädie. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen uns das. Erfahrene Crew. Bewerber. Ja. Ist billig. Und billig will ich. Ach so, Gott. Eine Intensivstation und Medizin. Oh Gott, haben wir zum Glück. Ich habe überhaupt gar nicht drauf geachtet. Was brauchen wir denn hier? Gefahrschutzanzug, Kontaminationsanzug, eine Drohne. Oh Gott, wo kriege ich denn eine Drohne her? Versorgungsraum. Hier, oder? Bombenentschärfung. Das ist keine Drohne. Das ist eine Drohne. 800. Okay. Müssen wir kurz ansparen. Na, eigentlich habe ich mal drauf geachtet jetzt. Intensivstation. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass uns eine Intensivstation... The Street Food Festival is about to begin. Let's hope this goes better than previous years. But you really should, you know, prepare for the worst. I was about to make a joke about toilets, but then the memories came back. Then the memories came back. Ja, okay. Wir müssen ganz kurz hier nochmal umbauen. Kann ich die Dinger hier? Nein, 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 kann ich nicht. So. Trauma Kit. Wand rausweisen. Behandlung, Intensivstation, Intensivstation, Intensivstation. Wo ist es denn? Das hier? Ja. Ich brauche definitiv mehr. Mehr. So. Diese Trauma-Dinger. Obwohl, warte mal, wir können es anders machen. Wir können die... Hallo? 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 Geht das nicht? Ah. Ah ja, okay, das geht tatsächlich nicht. Das geht aber dahin. Weil man da von der Seite ran muss, deswegen ging es nicht. Okay, so. Es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Obwohl, wir können das anders bauen. Können wir die Tür eigentlich auch ändern? Ja. Wir setzen die Tür hier hin und diese wird verkauft. So, und dann können wir nämlich auch ganz entspannt... Will ich das? Ich will das eigentlich gar nicht. Nee, das bleibt da. Nee, das bleibt auch da. Alles gut. Wobei, wir könnten die Dinger, die Diagnosestationen... Weiß es nicht. Brauche ich, ganz ehrlich, ich brauche doch keine 3 Diagnosestationen. Wir machen das so. Es reicht, ist gut. Ist okay. Und wenn wir hier irgendwie Mangel haben, dann wissen wir, können wir noch nachordern. So, okay.
Du hast nichts gelernt. Ist aber okay. Geldtransporterüberfall. Okay, das machen wir jetzt noch zum Abschluss. Und dann ist Schluss. Oder wir machen es morgen. Wir gehen morgen die Fälle durch und dann, ne, geht's weiter mit dem wunderschönen Spielchen. Meine Lieben, adios und bis dahin. Haut rein.